In the still of the night. Konnten wir daher durch verstärkte Emissionen die Kohärenzlänge soweit verbessern? Man kann eine Stecknadel fallen hören. Hier im großen Saal des Rathauses von Los Angeles. Der Raum ist zum Bersten gefüllt mit Reportern und auch Zuschauern, die der Pressekonferenz beiwohnen möchten. Noch viel mehr Leute stehen vor dem Saal in den Gängen bis hinaus auf die Straße und auch rund um den gesamten Block, der den Regierungssitz der NCA enthält. Schwer bewaffnete Ranger mit Vollvisierhelmen und schussbereiten Sturmgewehren sind überall zu sehen. Doch sind sie hier in der Stadt ein derart vertrautes Bild, dass niemand von ihnen Notiz nimmt. Philipp Cahoon steht auf dem großen Podium, vor ihm eine Phalanx an Mikrofon. Sein Gesicht immer wieder erhellt vom Blitzlicht der Fotografen, die in den ersten Bankreihen zu finden sind. In L.A. gibt es drei große Zeitungen, die um die Gunst der Leser in der NCA buhlen. Zwei Fernsehstationen, die aus restaurierten Vorkriegseinrichtungen senden, und tatsächlich vier Radiostationen, die von Klassik bis Rock'n'Roll die gesamte Bandbreite an Musik abdecken, die derzeit verfügbar ist. Das Meiste stammt ebenfalls aus zusammengetragenen Holotapes aus der Zeit vor dem großen Krieg. Das gilt sowohl für die Musik als auch die Filme, die ausgestrahlt werden. Phil ist einer der leitenden Wissenschaftler unserer Gruppe, der bei jüngeren Kollegen den zugegeben respektlosen Spitznamen Dr. Tod trägt. Diese Bezeichnung ist nicht ganz unzutreffend, denn Dr. Cahun ist absolut humorlos. Er hat keinerlei Privatleben und interessiert sich rund um die Uhr ausschließlich für die Wissenschaft. Das Geschehen draußen in der Welt interessiert ihn nicht. Ich glaube, er wusste gar nicht, dass es beispielsweise Caesars Legion gab. Bereits zwei Schlachten um den Huverdamm, dass Caesar nun tot und die Legion zurück nach Arizona getrieben worden ist. All das ist für Phil unwichtig. Sein Leben findet in den Labor statt. Phil Calhoun ist absolut brillant und ein Gedankenaustausch mit ihm, so trocken er auch Aussteh Außenstehenden auch erscheinen mag, ist Wissenschaft pur. Der Forscher, der die 50 längst überschritten hat, ist in den knapp zwei Jahren, seitdem ich ihn kenne, zu meinem Vorbild geworden. Und im Gegensatz zu vielen anderen in unserem Team, die über ihn nur den Kopf schütteln, Bewundere ich ihn und seinen genialen Geist über alle Maßen. Ich habe keine Ahnung, ob er das weiß oder ob es ihn überhaupt interessiert. Es ist eigentlich auch unerheblich. Ein Problem hat er jedoch offensichtlich. So brillant er auch ist, er kann in keinster Weise etwas in einfachen Worten erklären. Und wenn man nicht selber Forscher ist, ver versteht man ihn einfach nicht. Dementsprechend ratlos sind auch die Blicke der Anwesenden im Saal. Als Phil Cahoon zum Ende kommt, er hat gerade dargelegt, wie es uns gelungen ist, am gestrigen Tag tatsächlich Regen zu erzeugen, Gewitter entstehen zu lassen, und das auch noch für einen Zeitraum von über einem halben Tag. Heather neben mir grinst unverhohlen und deutet mit dem Kopf in den Saal. Ich folge ihrem Blick, und auch mir fällt es schwer, nicht laut aufzulachen. Früher habe ich ganz gerne hin und wieder Comichefte gelesen, einfach als Zerstreuung nach der Schule, und wenn in diesen Heften jemand etwas nicht verstanden hat, dann sind immer Fragezeichen über seinen Kopf geschwebt. Heute kann ich buchstäblich unzählige Fragezeichen sehen, die über den Anwesenden im Rathaussaal schweben. Dazu halb offene Münder oder angestrengte Blicke. Diejenigen, die an dem Projekt beteiligt sind, also die Raketentechniker, die Programmierer, zu denen auch Heather seit über einem Jahr gehört, und unsere Forschungsabteilung selbst natürlich versteht, verstehen sehr wohl, was Phil Kahun da vorne von sich gegeben hat. Aber für einen Nichtwissenschaftler war das einfach nur unverständliches Kauderwelsch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Phil nun und geht die wenigen Stufen vom Podium hinunter, während er in irgendwelchen Unterlagen blättert, die er sogar hierher zur Konferenz mitgenommen hat. Wie gesagt, die Umwelt, für die eigentlich all die Forschung gedacht ist, hat für den glatzköpfigen Forscher keine Relevanz. Mai Lin kichert leise und sagt mit ihrer melodiösen Stimme, ich denke, morgen wird nichts in den Zeitungen stehen, weil sie nicht wissen, was sie schreiben sollen. Die junge Chinesin mit den schwarzen glatten Haaren stößt Heather ihren Ellbogen in die Rippen und deutet auf die Reihe von Reportern, die ihre Stifte über den Blöcken halten, aber nicht schreiben, weil sie einfach kein einziges Wort verstanden haben. Heather und ich können ein leises Lachen einfach nicht mehr unterdrücken, als ein ziemlich beleibter Mann vor die Mikrofone tritt und sich mit einem großen Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischt. Danke, Herr Dr. Kahoun, das war ähm, äußerst interessant. Ronald B. Jackson ist der derzeit amtierende Bürgermeister von LA. Ich weigere mich nach wie vor, die Stadt Bonia zu nennen, wie sie eigentlich heute heißt. Und er scheint sichtlich verzweifelt zu sein. Der gestrige Erfolg der Wissenschaft konnte von jedermann gesehen und auch erlebt werden. Denn der Regen hielt bis weit in, den, in die Nachmittagsstunden an. Immer neue Gewitterwolken bildeten sich über dem Ozean und wurden vom Wind nach und nach über die Westküste und dann weiter ins Landesinnere getrieben. Doch die Leute wollen auch verstehen, was genau da passiert ist, auch wenn wir schon vorab erwähnt hatten, dass das eben nicht so einfach zu erklären und noch weniger leicht zu verstehen sei, wenn man kein Wissenschaftler ist. Doch sowohl Präsident Kimball als auch der Bürgermeister haben darauf bestanden, heute die Pressekonferenz abzuhalten. Um den Erfolg auch medial zu verwerten. Heather und ich verstehen das, denn unser Leben findet nicht nur in Labors oder in klimatisierten Computerräumen statt, sondern auch draußen, in der richtigen Welt. Wir wissen um die Schwierigkeit innerhalb der Regierung, um die Anfeindungen der Oppos Oppositionspartei, die Kimball gerne loshaben möchte, um die Korruption und auch um die Verbrechensrate, die trotz Polizeipräsenz und Soldaten der NCA in der Kernregion nicht gerade gering ist. Die Bevölkerung in der Kernzone wächst mehr oder weniger fast explosionsartig und trotz großer Brammen und Bighorn-Farmen, Big die als Hauptfleisch- und Milchlieferanten dienen, mangelt es an Nahrungsmitteln. Für so viele Menschen. An Getreide, an Obst, an Gemüse. Es gibt immer wieder Krankheiten, die sich epidemisch ausbreiten und viele Leute leiden an Mangelerscheinungen, weil der menschliche Organismus mehr braucht als Fleisch. Er braucht Obst. Und Gemüse, Vitamine und Spurenelemente. Doch all das ist ein rares Gut in der NCA. Wir brauchen eine intakte Landwirtschaft. Diese kann es aber nur geben, wenn regelmäßig Wasser zur Verfügung steht und das in Form von Regen. Doch es regnet nicht mehr, seit große Teile des amerikanischen Kontinents zu den Wastelands geworden sind, zu verbrannter, erodierter Erde. Mr. Jackson schaut hilfesuchend um sich worauf sich Frank erbarmt und seinerseits auf das Podium kommt. Frank Henley ist der Kopf unseres Teams. Er hat fast sein gesamtes Leben in der Forschung verbracht und hat die Bildung und den Aufstieg der NCA in der Kernregion miterlebt. Er ist ebenso brillant wie Dr. Calhoun, doch steht er weitaus mehr im Leben, ist sympathisch und eloquent. Er achtet auf seine umsichtige und doch auch unnachgiebige Art und Weise darauf, dass es in seinem Team zu keinen Macht- und Kompetenzstreitigkeiten kommt, wie es leider sehr oft in Forschungsgruppen der Fall ist. So brillant Wissenschaftler auch sein mögen, so kindisch führen sie sich häufig auf, wenn es darum geht, die eigenen Leistungen ins rechte Licht zu rücken. Man sollte meinen, dass so etwas Weltliches wie Erfolg oder Anerkennung gar keine Relevanz hat. Doch das Gegenteil ist der Fall. Oftmals werden eifersüchtig Forschungsergebnisse gehütet, und anstatt sie allen zugutekommen zu lassen, versuchen viele Kollegen immer wieder in Alleingängen Ergebnisse zu erzielen, was angesichts der Komplexität der Materie kaum realisierbar ist. All das gibt es dank Frank in unserer Gruppe nicht, auch wenn meine Ankunft vor zwei Jahren zugegeben für etwas Verwirrung gesorgt hat. Die Möglichkeit, von einem Tag auf den anderen mit jemandem sprechen zu können, der vor dem Großen Krieg gelebt und geforscht hat, war für viele der Wissenschaftler ein wenig, ein wenig überwältigend, wie ich merken musste. Man war sich nicht sicher, ob ich meine Geheimnisse teilen würde, mit wem ich sie teilen würde, ob ich mich dieser oder jenen Gruppe anschließen würde. Gleich zu Beginn, knapp nach dem Ende der Legion und meiner Heirat mit Heather, hatte ich mit Frank Henley lange Gespräche. Ich habe dargelegt, dass ich gerne bereit bin, El Segundo und alles, was sich darin befindet, der NCA nutzbar zu machen. Und es mir weder um Anerkennung noch um Ruhm, Macht oder Geld geht. Ich will den Menschen helfen. Denn meiner Ansicht nach ist das der einzige Zweck von Forschung und Wissenschaft. Eine Verbesserung der Lebensqualität zu erzielen für alle. Frank hat genau die gleichen Ansichten. Und es war uns beiden sofort klar, dass es für die Homogenität der Forschergruppe unerlässlich sein würde, mich trotz meines Wissens unterzuordnen. Übertrieben gesagt. Nachdem auch die anderen im Team nach und nach gemerkt haben, dass ich keine Ambitionen hege, altgediente Kollegen in irgendeiner Weise zu verdrängen, und ich wirklich nur daran interessiert bin, den Menschen durch unsere Forschung zu dienen, kamen wir prächtig miteinander aus. Und das war auch mehr als nötig. Denn als ich meine Ideen des Regenmachens Regen darlegte, hat das das gesamte Team wirklich bis über die Grenzen hinaus belastet. Wir wussten, wir könnten es schaffen, aber die Probleme waren mannigfaltig und etwaige Missstimmungen in der Gruppe hätten das gesamte Projekt unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Bitte, Dr. Hanley, wenn Sie nun vielleicht die Güte hätten, die Sache nochmals ein wenig ähm, genauer zu be beleuchten, Ronald Jackson wischt sich wieder über die Stirn und Frank schmunzelt leicht. Gerne, Herr Bürgermeister. Von unserem Platz aus können Heather und ich Kimball sehen, der umringt von Polizisten mit einigen anderen Politikern etwas abseits sitzt. Früher, vor dem Krieg, habe ich mir erfolgreich eingeredet, dass ich kein Interesse an der Politik habe, dass meine Forschung der Allgemeinheit dient, völlig losgelöst vom politischen System, in dem ich mich befinde. Nun, 207 Jahre später, habe ich längst begriffen, dass das schlichtweg Humbug ist. Wenn man in einer Gemeinschaft von Menschen lebt, dann muss man unweigerlich auch Partei ergreifen für irgendeine Gruppe, die das Sagen hat. In der NCA gibt es zumindest zwei große Parteien, die man grob in jene beiden Lager unterteilen kann, die es vor dem Krieg in den USA gegeben hat, nämlich die Republikaner und die Demokraten. Präsident Aaron Kimball und seine derzeitige Regierung sind trotz aller demonstrierenden Härte eher den Demokraten zuzuordnen. Sie wollen zwar die NCA langsam immer weiter expandieren, sind jedoch keine Kriegstreiber, sondern haben als längerfristiges Ziel der Bevölkerung in der noch immer jungen Republik einen anhaltend höheren Lebensstandard zu ermöglichen. Ein wahrhaft herkulisches Unterfangen nun hebt der präsident kurz den kopf und schaut zu heather und mir herüber mein schatz und ich formen gleichzeitig mit den fingern das ok zeichen und kimball ein früherer elitesoldat der nca hebt leicht den daumen und ein kurzes grinsen überzieht sein ansonsten eher ausdruckslos, ausdrucksloses gesicht sowohl heather als auch ich verstehen dass unsere, unser gestriger triumph jetzt auch politisch verwertet werden muss wir beide haben an Politik nicht wirklich gesteigertes Interesse, doch haben wir uns längst für das Lager Kimball entschieden, das wir nun mehr oder weniger direkt unterstützen. Für uns stellt der derzeitige Präsident die beste Hoffnung für die Republik dar, all die Probleme zumindest ansatzweise in den Griff zu bekommen und dazu gehört auch, Dinge ins Rampenlicht zu stellen, die durch seine Regierung erst möglich wurden. Wie eben unsere Regenmaschine. Frank Henley wendet sich nun an das Publikum. Das den Wissenschaftler anstarrt, in der Hoffnung, nun endlich erklärt zu bekommen, wie das nun war mit dem Regen. Vielleicht fasse ich die Vorkommnisse des gestrigen Tages noch einmal ein wenig zusammen, sagt Frank und lächelt in die Runde, was eine sichtliche Entspannung sowohl der Reporter als auch des Publikums zur Folge hat. Wie Sie ja alle gesehen haben, sind zwei kleine Raketen oben von El Segundo gestartet. Diese Raketen sind gar nicht weit geflogen, nur etwa 13 Kilometer in die Höhe. Dort haben sie den Raketenkopf abgesprengt und sind als leere Hüllen wieder zurück ins Meer gefallen. Hoffentlich haben die Fische, die dort gerade herumgeschwommen sind, die Köpfe eingezogen. Vereinzelt ist Gelächter zu hören. Das Eis ist gebrochen. Fotos werden geschossen und Stifte huschen über die Notizblöcke. Unsere Erfindung steckte in diesen beiden Köpfen, die natürlich, nachdem ihre Taxis einfach ausgebrannt und wieder nach unten gefallen sind, auch in einen Sinkflug übergegangen sind. Wir haben jedoch Innenvorrichtungen eingebaut, die beide Köpfe in einer von uns gewünschten Höhe zur Detonation gebracht haben, was auch planmäßig funktioniert hat. Wie aber ist es nun dazu gekommen, dass sich unmittelbar danach so viele Wolken gebildet haben? Frank macht eine Pause und die Zuschauer starren ihn gebannt an. Heathers Hand stiehlt sich in meine und ich umfasse fest ihre Finger. All die unzähligen Stunden, die wir unten in der Basis verbracht haben, all der verlorene Schlaf, all die Anspannung und all die Probleme vergessen. Was zählt, ist das Ergebnis. Und ihr vergesst nicht, stets den Horizont im Auge zu behalten, denn er muss immer unser Ziel sein. Das hat uns vor langer Zeit einmal Robert House, der geheimnisvolle ehemalige Multimilliardär und Bewohner des Lucky 38 Casinos in New Vegas, bei einem Besuch dort gesagt. Und irgendwie hat er recht gehabt. Ich will euch alle nicht mit Fachausdrücken langweilen, daher nun in kurzen Worten, was sich da oben abgespielt hat. Was braucht man, um Wolken zu bekommen? Feuchtigkeit. Auch wenn es uns allen nicht so vorkommt, so ist doch jeden Tag, selbst wenn es noch so heiß ist, eine gewisse Menge an Luftfeuchtigkeit vorhanden. Wir haben nun mit Hilfe von Lasern, die bei der Detonation des ersten Kopfes sozusagen abgefeuert wurden, erreicht, dass der Staub, der sich auch immer in der Luft befindet, die Luftfeuchtigkeit an sich bindet. Dadurch entstehen Wassertröpfchen, die sich rasch zusammenklumpen. Damit das nicht gleich wieder aufhört, wurde auch der zweite Kopf gezündet, der diese Entwicklung durch weitere Laserstrahlen noch beschleunigt und vervielfacht hat. Das Ganze hat sich eigentlich in wenigen Sekunden abgespielt, und darum ist es uns allen auch so vorgekommen, als ob plötzlich aus dem Nichts diese Wolke entstanden sind. Die Wassertröpfchen haben sich also explosionsartig vermehrt, haben immer mehr Luftfeuchtigkeit um sich herum angezogen und dadurch Wolken gebildet. Durch eine weitere Vorrichtung, die beim Sprengen des zweiten Kopfes aktiv geworden ist, haben wir kleine Dinge, Partikel nennen wir das, in der sich gebildeten Wolke dazu angeregt, um einfach ausgedrückt Spannung zu erzeugen. So ähnlich, wenn ihr euer Radio aufdreht und durch den Strom aus der Steckdose oder Batterie Musik rauskommt. Wieder Gemurmel und Gelächter. Unsere Musik waren Spannungen in den Wolken, die zu Blitzen wurden. Die Gewitterwolken waren geboren. Durch die von uns benutzten Laserstrahlen haben sich also immer mehr Wolken gebildet, die immer mehr Wasserdampf und Spannung in sich erzeugt haben, immer größer geworden sind, während ein sehr freundlicher Westwind diese Wolken vom Meer zu uns aufs Festland geweht hat. Und da kamen sie also, diese riesigen Wolken mit den Gewitterzellen, die wir durch unsere Vorrichtung erzeugt hatten. Solche Wolken nennt man Cumulonimbus. Weil das aber ein bisschen sperrig klingt, bleiben wir einfach beim allgemeinen Namen. Gewitterwolken. Wieder lachen. Blitzlichter flammen auf. Die Reporter schreiben eifrig. Die Zuschauer im Saal nicken langsam mit den Köpfen. Ja, das ist schon eher verständlich. Auch wenn es für die meisten ein Wunder bleibt. Ansonsten brauchen wir nicht mehr viel zu tun. Die Gewitterwolken haben dann genau das gemacht, was sie eben tun. Sie transportieren große Mengen an Wasser durch die Luft, das dann als Regen zur Erde fällt. Und genau so ist es auch geschehen.